Sprechwunsch, der Podcast der Polizei Brandenburg. Da sind wir wieder. Hier sind Anja und Joachim mit dem Podcast Sprechwunsch der Polizei Brandenburg. Und Brandenburg, das ist mit 3000 Seen und 33.000 Kilometern Fließgewässer Europas größtes Wasserrevier und demzufolge nicht nur beliebt für Berufsschiffer, sondern auch für Freizeitkapitäne und Wassersportbegeisterte. Doch wie auch auf der Straße gelten natürlich auf dem Wasser Regeln und die Wasserschutzpolizei, die ist dafür da, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Heute wollen wir mit dem Leiter der Wasserschutzpolizei, der Polizeidirektion West, Joachim Pötschke, und mit dem Streifenbeamten Sebastian Schröder darüber sprechen, was man beachten soll, wenn man auf dem Wasser unterwegs ist. Auch wollen wir erfahren, was man als Wasserschutzpolizist so täglich erlebt und wie man sich auch darauf spezialisiert. Ja, Joachim, Brandenburgs Gewässer sind ja für die allermeisten reines Freizeit- und Erholungsgebiet. Siehst du das genauso? Ja, natürlich. Wir haben eine wunderschöne Gegend hier bei uns, die von vielen Touristen besucht wird. Und die Sehenswürdigkeiten, die man zu Land sehen kann, die sind vom Wasser her betrachtet noch viel, viel interessanter. Und insofern sind unsere Gewässer sehr, sehr reizvoll für den Wassersport, ihn auszuüben. Wir haben große, breite Seen, die dazu einladen, aber auch viele Strände, die zum Baden einladen, ganz einfach nur, um sich am Wasser zu erholen. Und was genau ist jetzt sozusagen euer Job auf dem Wasser? Unser Job zuallererst ist natürlich die Überwachung der Schifffahrt. Dazu gehören sowohl die Aufgaben der Überwachung in der Berufsschifffahrt, also der Güterverkehr auf der Wasserstraße, der von West nach Ost beziehungsweise umgekehrt läuft. Da sind vielfältige Aufgaben wahrzunehmen. Erstens, dass Sicherheitsvorschriften eingehalten werden auf diesen Fahrzeugen. Zweitens, dass die Besatzungen, so wie vorgeschrieben in den Rechtsvorschriften, sich an Bord befinden, dass die entsprechenden Qualifikationen vorhanden sind. Also sehr vielfältig, so eine Schiffskontrolle an sich, ich sag mal so, dauert auch circa eine Stunde. Sind die Kollegen dort an Bord unterwegs, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. Und dann natürlich die Überwachung der Sportschifffahrt, also die Kontrolle und Überwachung des Freizeitschiffsverkehrs hier bei uns, wo unsere Kollegen insbesondere in der jetzt startenden, kurz vor uns liegenden Saison dann wieder gefordert sein werden. Jetzt hast du gerade schon gesagt, so eine Bootskontrolle dauert ungefähr eine Stunde. Was passiert denn da? Was macht ihr denn da eine Stunde lang? Das läuft in der Regel so, dass wir ein Fahrzeug feststellen, dann eine Abfrage tätigen zu diesem Fahrzeug, wann die letzte Kontrolle des Fahrzeugs dort erfolgt ist. Und sollte die Kontrolle vor 3 Monaten erfolgt sein, ist es zulässig, eine umfangreichere Schiffskontrolle durchzuführen. Dann würde das Dienstboot an dieses Fahrzeug heranfahren, sich vorher anmelden über Schiffsfunk. Einer der Kollegen würde übersteigen auf das Güterschiff. Das Dienstboot würde sich wieder entfernen und der Kollege führt dann dort die Kontrollen durch, indem er die Papiere kontrolliert, die Anwesenheit der Besatzung auch visuell kontrolliert, dann die Ausrüstung, die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften, die an Bord zum Betrieb des Fahrzeuges vorgeschrieben sind, augenscheinlich überwacht, indem er sich in den Laderaum, in den Maschinenraum begibt, kontrolliert, ob dort die Vorschriften dementsprechend eingehalten werden. Und das dauert dann schon bis zu einer Stunde. Also man geht das ganze Schiff auf und ab, um auch die Rettungsmittel zum Beispiel, die sich an verschiedenen Stellen des Schiffes dort positioniert befinden, zu kontrollieren. Sebastian, gibt es eigentlich ein besonderes Kontrollerlebnis, das dir in Erinnerung geblieben ist jetzt? Ach, so, da gibt es im Endeffekt einige Erlebnisse, die wir da so wahrgenommen haben jetzt auf der Wasserstraße. Auch viele lustige, sage ich jetzt mal. Ich zähle jetzt mal einen Großeinsatz auf. Na, da hatten wir, wie hat sich das genannt? Schwerpunkteinsatz Wassermotorräder. Na, das ist ja in den letzten Jahren so ein Phänomen, was da aufgekommen ist, weil die Leute wollen immer mehr Spaß haben und deswegen steigen sie dann halt auf schnellere, wendigere und halt auch schneller fahrende Fahrzeuge um. Ein Wassermotorrad, jeder kennt das umgangssprachlich unter dem Wort Jetski. Und da hatten wir natürlich halt auch das Problem gehabt, dass sich immer mehr Leute diese Fahrzeuge kauften und entsprechend viele Fahrzeuge davon waren auf der Gewässerfläche vorhanden gewesen, halt auch nicht unter Einhaltung der gewissen Regeln, die man da auch an den Tag bringen sollte.
Und der Einsatz, da haben wir uns auf dem Spielersee befunden und da wurden einmal ein Wassermotorrad festgestellt und so ein sogenanntes Jet Surfboard. Na, das ist im Endeffekt ein Surfbrett, was dann nochmal Motor angetrieben ist und entsprechend auch hohe Geschwindigkeit erreichen kann. 40 km/h, also sind da ohne weiteres möglich, teilweise sogar schneller. Ja, und wir waren ein bisschen weiter in der Ferne gewesen, hatten dann noch einen Hubschrauber mit zufälligerweise mit im Einsatz gehabt, der das Ganze von der Luft aus beobachtet hat. Und der hat uns natürlich diese Wassermotorräder bzw. die Wasserfahrzeuge, das Motorrad und das Jetsurfboard zugesprochen. Naja, die haben dann natürlich mitgekriegt, dass die beobachtet werden durch uns und dann halt auch haben sie mitgekriegt, dass wir beabsichtigen, die Leute zu kontrollieren. Ich war dann halt mit einem zivilen Boot unterwegs. Ja, und dadurch, dass der See relativ leer war, war der Rückschluss natürlich auch schnell da, dass wir diejenigen sein werden, die Leute da kontrollieren werden. Also sie haben so sehr schnell als Zivilkräfte aufgeklärt. Naja, was haben die Leute gemacht? Die sind an den Strand rangefahren, haben da ihre Fahrzeuge stehen gelassen, sind dann weggerannt. Ne, und dann lagen die Fahrzeuge da. So, und dann dachten wir, was machen wir jetzt mit den Fahrzeugen? Können wir jetzt hier nicht so liegen lassen? Ne, weil im Endeffekt, man muss das ja gegen Wegnahme sichern etc. Und dann fand ich es eigentlich sehr lustig. Dann gab es ein telefonisches Gespräch zwischen unserem Einsatzleiter an dem Tag vor Ort und einem Halter des Fahrzeuges. Naja, und der sagte, ach nee, mein Fahrzeug, nee, das habe ich verliehen. Okay, dachten wir uns. Dann kommen Sie mal bitte zum Ort des Geschehens, damit Sie sich Ihr Fahrzeug abholen müssen, damit wir das jetzt halt nicht hier großartig sicherstellen müssen, was natürlich auch mit erheblichen Kosten verbunden ist. Ne? Und dann kam man zum Ort, war auch so ein bisschen in so einem Seitenarm abgestellt gewesen, das Fahrzeug. Also da ist man jetzt von Land aus nicht ohne weites rangekommen. Also ich musste da wirklich, um das Kennzeichen abzulesen, direkt in den Graben hinein warten. Zum Glück hatte ich eine kurze Hose an und stand da wirklich knietief im Matsch drin, sodass ich das Kennzeichen erstmal ablesen konnte. Und dann kam der Herr. Und dadurch, dass wir ja auch videografiert haben vom Hubschrauber aus, da konnte man halt schon hinreichend erkennen, die Person war genauso bekleidet gewesen wie jetzt der Fahrer, den wir festgestellt haben, also der Halter, der dann hinzukam. Da habe ich mal so ein paar Testfragen halt auch gestellt und das fand ich auch sehr lustig. Ich sage, ist das Ihr Fahrzeug? Ja, weil es hat auch eine auffällige Farbgebung. Ne, die meisten Wassermotorräder auf unseren Gewässern sind meistens jetzt mittlerweile so ein Trend schwarz-rot. Die sehen alle gleich aus und im Endeffekt, das hat halt wirklich eine sehr auffällige Farbgebung gehabt und dann sagt er gleich, ah nee, das weiß ich jetzt nicht so genau, ob das meins ist. Ja, na gut, dann können Sie mir gerne Ihr Kennzeichen mal vorlesen und dann können Sie mal sagen, ob es denn Ihres ist, weil Ihr Kennzeichen werden Sie erkennen. Ja, dann geht das so von hinten ran und sagt, liest mir komplett das ganze Kennzeichen vor. Das war hinten am Heck angebracht und das ging auch so um die Ecke, sodass man den zweiten Teil des Kennzeichens gar nicht lesen konnte. Und liest mir das ganze Kennzeichen vor und dann denke ich mir, okay, das hättest du mir gar nicht vorlesen können. Ja, ja, das ist meins. Alles klar, das wissen wir doch, wer hier fahren ist. Und so hat man im Endeffekt den Fahrer des Wassermotorrads gehabt. Zusätzlich natürlich auch den Fahrer des Wassersurfboards, konnten da entsprechende Verfahren zu einleiten, die jetzt auch nicht mit gerade einer geringen Geldbuße eingeordnet werden, also sprich, den Leuten erwartet schon eine relativ hohe Geldstrafe. Man kann das jetzt nicht mit der Straße vergleichen, weil bei uns auf dem Wasser, da kostet das alles ein bisschen mehr. Da möchte ich mal ein kleines Beispiel nennen. Durchfahrtsverbot. Wir haben ein paar Ecken, da haben wir einfach gesperrte Wasserflächen. Ja, und die gesperrten Wasserflächen, die dürfen halt aus verschiedenen Gründen nicht befahren werden. Sei es der Naturschutz, sei es, weil jetzt beispielsweise irgendwelche Unterwasserkabel da lang gehen. Ja, und wenn man sich halt auf diese Wasserstraßen begibt, dann bleibt man halt gerne auch mal an so einem Kabel hängen. Kann unter Umständen auch teurer werden. Auf der Straße sind wir in der Regel bei 20 Euro bei so einem Durchfahrtsverbot. Ne, Tafelzeichen 260 beispielsweise, also ja. Zeichen 260, so, Tafelzeichen heißt nämlich auf dem Wasser. 20 Euro ist man da los in der Regel, wenn man dagegen verstoßen hat. Bei uns auf dem Wasser, da sprechen wir schon von 55 Euro. Da sind die Leute auch immer sehr überrascht, was das dann doch eigentlich kostet, das Ganze. Ne? Und gerade mit den Geschwindigkeiten, das ist halt auch wieder so ein Fall. Wir unterscheiden da jetzt nicht, wie es auf der Straße der Fall ist, dass wir sagen, von so viel km/h bis so viel km/h haben wir den Satz, dann geht es immer weiter fort. Wir haben wirklich schon ab dem ersten km/h kann es wirklich teuer werden, sprechen wir von 35 Euro, dann geht es weiter mit 55 Euro und dann gehen wir wirklich in die Hunderte auch und das relativ zügig auch. Mhm. Na, und ich sag mal, wenn man jetzt auf dem Spielersee 25 km/h fahren darf, wo wir wieder beim Thema vom ersten Sachverhalt wären, da hat man denn im Endeffekt mit so einem Wassermotorrad erreicht man die Geschwindigkeit bis zu 100 km/h, wenn nicht sogar schneller. Es gibt wirklich schnellere, aber schneller will man einfach nicht fahren. Mhm. Und
25, 75 zu schnell fahren. Die sind dann schnell erreicht, diese 100 km/h. Da ist man auch mal bis zu 1.000 Euro los. Ne? Je nach Vorsatz kann das halt auch schon in einen deutlich vierstelligen Bereich gehen, das Ganze. Hammer. Aber jetzt ein Beispiel zu nennen, ne? Weil bei vielen ist es undurchsichtig, weil gerade die meisten haben ja nur mit dem Straßenverkehr zu tun. Mhm. Und da sind unsere Sätze deutlich anders aufgestaffelt. Ne? Und da wundert man sich dann halt doch schon. Also da kann man sich schon vorstellen, dass bei vielen dann so ein Aha-Effekt dann eintritt, die gar nicht damit rechnen oder auch gar nicht informiert sind. Ist das richtig? Oder? Ja, bei den meisten schon. Ne? Also die meisten beschäftigen sich auch einfach gar nicht mit den Gesetzmäßigkeiten des Wassers. Weil ich hatte auch mal als Argumentationsgrundlage, das war auch ein ganz lustiges Beispiel, der kam mir entgegen mitten in der Nacht und war unbeleuchtet. Das war ein Ruderer gewesen. So, und ich habe den überhaupt gar nicht wahrgenommen. Der war wirklich fast ins Boot hineingefahren. Weil wir fahren nicht mit Scheinwerfern, wie man das von den Autos kennt, auf dem Wasser, sondern es ist einfach ein Stockbooster. Ja, wir haben unsere Positionsleuchten, die zeigen dem anderen Verkehrsteilnehmer an, okay, da kommt der Boot. Und der hat halt gar nichts dran gehabt. Ne? Und habe ich mich erstmal ein bisschen erschrocken. Oha, da ist ja einer. Bin nicht mal wirklich schnell gefahren. Ne? Also dann sieht man erstmal, wie gefährlich das sein kann, unbeleuchtet sich auf die Wasserstraße zu begeben. Und die Person haben wir dann angehalten und dann auch darauf hingewiesen, Mensch, Sie fahren ja hier unbeleuchtet und so weiter und so fort. Naja, im Endeffekt war es dann so gewesen, das Gespräch verlief sehr, sehr freundlich und sehr, sehr einsichtig, bis man ihm den Verwarngeldbetrag nannte, in Höhe von 55 Euro. Wo wir da wieder bei dem Geld wären. Auf der Straße sind es 20 Euro unbeleuchtet, jetzt mit dem Fahrrad beispielsweise. Und da war die Uneinsichtigkeit erstmal groß gewesen. Ja, ich wüsste davon doch gar nichts, ich brauche doch dafür gar keinen Führerschein. Na, und ja, da kommen dann wieder so diese ganzen Argumentationen, Führerschein frei, also muss ich mich ja gar nicht informieren. Und da wären wir jetzt wieder bei der Gesetzmäßigkeit. Unwissenheit schützt ja vor Strafe nicht, sagt man ja immer so schön. Aber wir haben die Binnenschifffahrtsstraßenordnung bei uns auf dem Wasser. Und die sagt nämlich, dass der Schiffsführer vor Fahrtantritt notwendige Reisevorbereitung zu treffen hat. Und das impliziert im Endeffekt auch, dass er sich hinreichend mit dem Gesetz auseinandersetzen muss. Also er muss die bestehenden Regeln auch kennen. Ja, und im Endeffekt kann er sich damit nicht rausreden. Ich habe keinen Führerschein, ich benötige für das Fahrzeug keinen Führerschein, also muss ich es halt auch nicht wissen. Ja, aber da gibt es doch vielleicht auch irgendwas, was wir den Freizeitskippern, aber auch den Berufsschiffern an die Hand geben können, ne? Weil es ja auch sehr komplexes Themengebiet. Ja, also wir haben hier so eine Broschüre, kostenlos im Prinzip. Die kann man sich erstens aus dem Internet herunterladen, ist aber auch bei jeder Wasserschutzpolizeidienststelle als Druckausgabe vorhanden, nennt sich Leinenlos, in der die wichtigsten Verhaltensregeln auf dem Wasser im Prinzip dargestellt werden, erläutert werden. Auch die Tafelzeichen, also sprich die Verkehrsschilder auf der Wasserstraße erläutert werden, weil nicht jedem sind die geläufig. Schallsignale, also die von der Berufsschifffahrt gegeben werden, was bedeuten überhaupt? Was sagen sie mir aus? Wie muss ich mein eigenes Verhalten danach ausrichten? Sind dort erläutert. Insofern ist es schon ein recht gutes Handwerkszeug, ich sag mal so, für den Sportbootführer, der sich bisher überhaupt noch nicht auf der Wasserstraße bewegt hat, zukünftig vorhat, sich da zu informieren, was darf ich, was sollte ich unterbleiben lassen, wie sollte ich mich auch gerade zum Schutz der Natur, wie sollte ich mich da verhalten. Also insofern ist es eine Empfehlung, die jeder sich holen sollte, entweder bei seiner Polizeidienststelle, Wasserschutzpolizeidienststelle oder eben aus dem Internet herunterzuladen. Wie ist denn das eigentlich mit den Auswirkungen sozusagen für meinen Autoführerschein? Also wenn ich jetzt mit meinem Sportboot unterwegs bin und da zu schnell fahre, hat das Auswirkungen auf meine Straßenzulassung? Also ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich mit einem Sportboot alkoholisiert fahren sollte, dass dieses Auswirkungen hat auch auf zumindest die Prüfung des Führerscheins im Straßenverkehr. In der Regel werden durch uns die Straßenverkehrsbehörden angeschrieben, mitgeteilt, wir haben hier jemanden beim Führen eines Sportbootes unter Alkoholeinwirkung festgestellt und die kriegen den Alkoholwert mitgeteilt und da muss man dann damit rechnen, dass man durch die Straßenverkehrsbehörde auch angeschrieben wird und ja, ich sag mal, so einen sogenannten Idiotentest dann dort vorweisen muss, dass man den Führerschein auf der Straße dann auch behalten darf. Also damit muss man immer rechnen. Weil Spaß ist eine Sache, Sicherheit ist dann wieder eine andere Sache und da kommen wir dann wieder ins Spiel. Und das liegt uns dann doch sehr am Herzen, weil Gefahren auf dem Wasser halt deutlich unterschätzt werden. Das ist genau das richtige Stichwort. Da wollte ich auch gerade drauf kommen. Was sind denn aus eurer Sicht sozusagen die größten Probleme hinsichtlich der Sicherheit auf dem Wasser?
Ja, dann würde ich mich... Du lebst ja tagtäglich damit. Ja, also ich würde einfach mal sagen, generell an jeden gerichtet, gibt ja immer so gewissermaßen Verhaltensgrundsätze, an die man sich halten muss, die man da berücksichtigen muss. Und da würde ich ganz an oberster Stelle erstmal die gegenseitige Rücksichtnahme stellen. Also das soll einfach nur heißen, dass jeder die Möglichkeit haben soll, seine individuelle Zeit auf, aber auch an dem Wasser zu genießen und diese Zeit vor allen Dingen sicher auch zu verbringen. Da spreche ich halt auch von den ganzen Badegästen. Man guckt halt meist nur einen Kopf raus aus dem Gewässerbereich. Ne? Und da kann es halt nicht sein, dass dann Leute dann halt mit zu hoher Geschwindigkeit beispielsweise dann halt auch an diese Person vorbeifahren oder gegebenenfalls auch rüberfahren, was gar nicht so abwegig wäre. Ne? Und da spielt halt auch eine ganz große Rolle, sich halt auch regelmäßig mit den Gesetzmäßigkeiten auseinanderzusetzen. Auch sich mal vor Fahrtantritt mal die Binnenschifffahrtsstraßenordnung zur Hand zu nehmen. Was darf ich denn überhaupt alles auf der Wasserstraße? Was muss ich denn überhaupt alles auf der Wasserstraße erfüllen, damit ich daran teilnehmen kann an dem Verkehr? Ist meine Ausrüstung denn überhaupt alles vollzählig? Oder wenn man jetzt Wasserski fährt, dass man sich mal wenigstens mal die Wasserski-Verordnung zur Hand genommen hat oder mit einem Wassermotorrad, wenn man damit unterwegs ist, dass man sich diese Verordnung einmal zu Gemüte geführt hat, weil da sind ja doch dann noch weitere Voraussetzungen dran geknüpft und ein Wassermotorrad kann leider nicht ganz so normal fahren, wie ein Schlauchboot beispielsweise darf. Und da der Appell zum einen an die führerscheinfreien Boote, ne, auch der Paddler, der sollte wenigstens mal geguckt haben, was er denn überhaupt machen darf und was er nicht mal machen darf. Aber es gibt ja so gewisse Vorfahrtsregeln, nenne ich jetzt einfach mal. Also auch Stand-Up-Paddler, ne? Ja, also ja. Ist ja ein sehr beliebter Sport gerade. Deswegen ja. Ne, und gerade die Leute sollten sich auch mal mit den Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzen. Wo darf ich langfahren? Wie darf ich denn überhaupt fahren? Muss ich als Stand-Up-Paddler jetzt beispielsweise einem Motorboot ausweichen? Ne, und diese ganzen Ausweichregeln. Können wir jetzt kurz ganz mal einen kleinen Exkurs dahin bringen? Das Sportmotorboot, das muss wirklich jedem ausweichen. Also bis zu einer Länge von 20 Meter sind wir in der Regel ein Sportmotorboot. Und da muss ich dem Stand-Up-Paddler ausweichen, dem Segler ausweichen und der Hochschifffahrt ausweichen. Als muskelbetriebenes Fahrzeug, das muss im Endeffekt nur der Berufsschifffahrt ausweichen und die Berufsschifffahrt steht ganz oben. Ne? Also als Stand-Up-Paddleboot, wenn da ein großes Fahrgastschiff kommt, sollte ich mal Platz machen. Weil sonst kann es wirklich gefährlich werden. Und wenn der halt durch muss und durch will, weil der ist halt nicht ganz so manövrierfähig, deswegen gibt es nämlich die Ausweichregeln, den kann der nicht mal eben ständig machen, also sprich zum Stillstand kommen. No, und da kann dann halt doch schon mal eine größere Welle an den Stand-Up-Paddler vorbeikommen und er fällt halt ins Wasser. No, und das kann unter Umständen auch gefährlich werden, weil wenn wir überlegen, vor 2 Jahren der Sommer mit fast an die 40 Grad, ja, ich stehe die ganze Zeit in der Sonne, mein Körper ist aufgeheizt, das Wasser hat eine Temperatur von 20 Grad. Ich falle ad hoc ins Wasser, bin darauf nicht vorbereitet, habe dann einfach mal einen Temperaturabfall von 20 Grad, je nachdem wie meine Haut noch aufgeheizt ist. Das kann zum Schock führen, ne? Das muss man sich vor Augen halten. Ja, führt auch zum Ertrinken, ja? Und gerade da muss man dann halt auch wirklich vorsichtig sein. Und deswegen sollten sich gerade diese Fahrzeugteilnehmer bewusst sein, da auch vorausschauend zu fahren, auch mal nach hinten zu gucken, kommt da jetzt ein größeres Fahrzeug, was ich jetzt beispielsweise ausweichpflichtig bin. Genau. Aber was mir halt sehr wichtig ist, dass die Sportbootfahrer wissen, dass sie wirklich jedem ausweichpflichtig sind. Es gibt überall eine Geschwindigkeitsbeschränkung, außer auf den Seen und seenartigen Verbreiterungen. Also das heißt, die Gewässerfläche ist mindestens 250 Meter breit. Ja, dann sprechen wir schon von so einer seenartigen Verbreiterung. Da darf man dann halt natürlich unter gewissen Voraussetzungen auch bis zu 25 km/h fahren. Ah, dann hört es schon wieder auf. Also schneller dürfen wir bei uns im Gewässerbereich nicht fahren. Alles, was schneller fährt, kann es gerne machen an der Ostsee, aber nicht bei uns. Da hat sich der Gesetzgeber auch ein bisschen was bei gedacht, weil gerade durch die Geschwindigkeiten entsteht ja nun ein extrem hoher Sog- und Wellenschlag. Na, wenn ich jetzt beispielsweise 12 km/h fahre, ist je nach Bauart, also Bauform des Fahrzeuges oder auch die Geschwindigkeit, entsteht eine entsprechend große Welle. Ich sag mal jetzt so eine 12-Meter-Yacht, die fährt mit 12 km/h und da baut sich eine Welle von einem halben Meter auf. Fährt der gleiche nur 2 km/h schneller, dann haben wir mal eben eine Welle nicht mal von nur einem halben Meter, sondern dann kann die auch schon mal bis zu einem Meter ranreichen. Mhm. Und je nachdem, wie schnell ich fahre, halt noch höher aufgetürmt werden. Ja, und deswegen ist es halt gerade da so wichtig, sich an die Geschwindigkeiten zu halten und da auch wirklich auf jedes kleine kmh zu achten. Dieser Sog- und Wellenschlag, der hat nämlich das Problem, das zerstört uns auf kurz oder lang unsere ganzen Uferbereiche,
Aber was ich noch viel gefährlicher finde, was man auch häufig erlebt im Einsatz, da wird man dann gerufen, der ist zu schnell an mir vorbeigefahren. Jetzt war er nicht zu schnell gewesen, ne? Aber sein Fahrzeug hat bei einer gewissen Geschwindigkeit verursacht so große Welle, dass der Stillliege, also der vor Anker liegende oder von mir aus auch Vorbeifahrende, so dermaßen aufgeschaukelt wird, dass dann auch gerne mal was kaputt geht. Hm. Dann fällt das Handy runter und dann ist der Ärger natürlich groß und vorprogrammiert. Na? Und das sind halt kleinere Sachen, über die ich da spreche. Na? Aber wenn es dann wieder an die Gesundheit geht, dann ist das halt nicht mehr so lustig. Hm. Weil gerade hatten wir auch schon auf dem Spielosee gehabt, da darf man nämlich bis zu 25 km/h fahren. War auch eine relativ große Yacht. Ich schätze mal, der wird zwischen 16 und 20 gefahren sein, entsprechend hohe Welle gemacht haben. Ja, die wird, also gemäß Aussagen soll die wohl über einen Meter gewesen sein, was ich mir auch vorstellen kann, weil halt auch schon Fahrzeuge zu kentern drohten. Ja, und wenn so ein Fahrzeug kentert und dort die Kante vom Boot auf meinen Kopf fällt, naja, dann komme ich da nicht mehr so schnell aus dem Wasser raus. Ja, Stand-Up-Paddler. Die fallen definitiv ins Wasser bei so hohen Wellen. Kanuten, Ruderer, also alle sind zum Kentern verurteilt auf gut Deutsch. Deswegen muss man sich da wirklich dran halten und auch wirklich mal nach hinten gucken, wenn ich fahre. Ganz, ganz wichtig. Weil oftmals hört man da leider auch vom Bürger, ja wieso, ich darf doch hier 25 fahren. Das habe ich so oft gehört. Dann sage ich immer ganz gerne, ja, nur weil man jetzt beispielsweise 25 km/h fahren darf, heißt das jetzt nicht, dass man das auch kann. Mhm. Ja, weil Wasser ist ja bekanntermaßen ein sich bewegendes Element. Und ich beziehe mich immer darauf, was dann halt hinterm Fahrzeug passiert halt mit der Welle. Mhm. Ja, und da wären wir nämlich beim Sog- und Wellenschlag, weil da kann es nicht sein, okay, ich darf hier 25 fahren. Und dann fahre ich da beispielsweise mit 16, wieso, ich bin noch unter 25 gefahren, habe aber 1,50 Meter hohe Welle. Ja, und deswegen, nur weil man es kann, heißt es auch nicht, dass man es darf. Kann man denn sagen, was so die Top 1, 2 und 3 der Verstöße sind in Brandenburg, also gerade auf dem Wasser, wo wir wirklich sagen, wo wir ein eklatantes Problem mit haben? Wir stellen immer wieder fest, dass Unkenntnis zu Verkehrszeichen vorhanden sind, die auf der Wasserstraße und an der Wasserstraße stehen. Hm. Das ist einfach geschuldet der Tatsache, dass man sich im Vorfeld, bevor ich die Fahrt angetreten habe, überhaupt nicht damit beschäftigt habe. Es ist ja möglich, im Land Brandenburg führerscheinfrei Sportboote zu mieten, mit Motorantrieb sogar. Da sollte man sich vorher wirklich damit beschäftigen, was darf ich dort, welche Bedeutung hat dieses Verkehrszeichen. Ja, dann Geschwindigkeitsverstöße schon angesprochen, ja, die eine Rolle spielen. Nicht immer und überall wird gemessen, aber unsere Kollegen sind erfahren und sie können auch anhand der Fahrt des Bootes bzw. dem Gleiten des Bootes einschätzen, dass hier die vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit überhaupt nicht eingehalten wird. Ne? Dann sind sie da angehalten, gegen einzuschreiten. Ja, Alkoholdelikte ist ein Problem. Ich behaupte mal, da haben wir noch ein sehr großes Dunkelfeld auch auf der Wasserstraße. Ja. Normalerweise sagen die Rechtsvorschriften auch, dass der Schiffsführer als derjenige, der Verantwortung für sein Fahrzeug hat und trifft auch auf ein Sportboot zu, immer in der Lage sein muss, sein Fahrzeug von einem Ort auch wegzubewegen. Also wenn eine Gefahrenlage besteht, dann sofort umzusetzen. Da behaupte ich mal, dass gerade so in den Abend- und Nachtstunden, wenn ich dann anfange, dort was zu trinken, mehrere Sportboote liegen im Päckchen, dass der Schiffsführer nicht mehr nüchtern ist, der dort dann übernachtet und mit einmal vertreibt mein Boot. Ich muss dann handeln, muss den Motor in Gang setzen, einen anderen Ort aufsuchen. Also da ist dann schon, ich sag mal so, die Alkoholisierung an sich hindernd, dass ich überhaupt meiner Pflichtenlage nachkommen kann. Ja, es passiert auch immer wieder Unkenntnis dahingehend, dass die Leute der Meinung sind, wir haben Wasserskistrecken bei uns im Bereich, da kann ich ja mal mein Boot ausfahren. Ich muss es ja auch irgendwo mal ausfahren, 25 km/h, was ist das schon? Nee, Wasserskistrecken sind an sich nur zum Wasserskilaufen geeignet und es gibt bei uns gar keine Strecken, wo ich Boote ausfahren kann. Ne? Und auch da sollte man seine Kaufentscheidung schon treffen, wo wohne ich, wo will ich mich auf der Wasserstraße bewegen und welche Motorisierung brauche ich für das Fahrzeug, um mich normgerecht zu verhalten. Jetzt haben wir relativ viel schon gesprochen über den Bürger auf dem Wasser. Wie sieht denn so der Arbeitsalltag eines Wasserschutzpolizisten aus? Was macht ihr so den ganzen Tag? Ja, unsere Aufgabe ist es, ganz normal Streife zu fahren, wie jeder andere Polizist auch, auf der Straße. Man kann es auch immer mit der Straße sehr gut vergleichen. Wir fahren Präventionsstreifen in erster Linie, also gucken, dass halt auch wirklich auf der Wasserstraße, also in und an der Wasserstraße, alles in Ordnung ist.
Ne, dass jetzt, also wenn jetzt Auffälligkeiten auffallen wie verschobene Tonnen oder durchkappte Leinen von Boden oder ähnliches, dass wir dann dem Ganzen schon nachgehen. Aber halt auch unser großer Aufgabenbereich ist es dann halt dementsprechend die Großschifffahrt zu kontrollieren, dass wir Sportboote im erheblichen Ausmaß halt auch kontrollieren. Und das kann man aber auch ganz gut mit Pkw-Kontrollen vergleichen. Und genauso läuft das im Endeffekt ab. Ne? Ist nicht ganz so statisch wie jetzt auf der Straße. Da setze ich mein Haltesignal und dann wird der Verkehrsteilnehmer dazu aufgefordert, dann halt auch anzuhalten. Und dann findet die Kontrolle statt, so wie man das teilweise auch aus den öffentlichen Medien so kennt, wie so eine Kontrolle abläuft. Sondern wir müssen dann halt wirklich schon erstmal an das Fahrzeug heranfahren und unsere Kontrollabsicht gewissermaßen aufzeigen. Und dann ist das so, dass die in der Regel bei uns rangefahren kommen. Einer von beiden bleibt still liegen. Und also in der Regel sind wir das. Und er kommt dann bei uns rangefahren. Und ja, da muss man erstmal gucken, wo mache ich es? Wie steht der Wind? Weil wir bleiben auf der Straße, da ist es so, da bleiben wir stehen. Und dann war es das. Auf dem Wasser, wir bewegen uns immer noch weiter. Und ja, dann ist die Kontrolle genauso wie auf der Straße auch. Dann heißt es, die Papiere werden erstmal benötigt, also Sportbootführerschein, Ausweis über das Kleinfahrzeug, Kennzeichen in der Regel, also Sportbootführerschein, falls erforderlich, na, gegebenenfalls noch Personaldokumente. Na, und dann geht die Kontrolle so bei Sportbooten auch relativ zügig vorüber. Na, wenn dann alles stimmt, dann wird halt nochmal ein Atemalkoholtest gegebenenfalls gemacht. Na, dann wird geschaut, ob die Nummern zueinander passen vom Motor, sind denn die Motoren überhaupt eingetragen zu dem Fahrzeug etc. etc. Na, also man kann so eine Kontrolle auch ausufern lassen, wie bei einem Pkw logischerweise auch. Kann man das ganze Fahrwerk angucken bei dem Boot oder ich belasse es halt dabei, dass ich im Endeffekt die Papiere im Endeffekt nur prüfe. Ja, das, was ich sehe, ist plausibel, dann kann man die Kontrolle auch schon recht kurz halten. Ja, und unsere Aufgabe ist im Endeffekt auch Straftaten zu ermitteln, zu erforschen und also wie beispielsweise Gewässerverunreinigungen. Wir nehmen Diebstähle auf, was jetzt im Zuge der Bootskriminalität alles so auf dem Wasser geschieht. Also das Entwenden von Fahrzeugen oder von Teilen von den Fahrzeugen, wie jetzt hatten wir auch sehr, sehr oft in der Vergangenheit, dass Außenbordmotoren entwendet wurden oder halt komplett Entwendungen von Fahrzeugen stattgefunden haben oder dass halt gewisse Teile nur von den Fahrzeugen ausgebaut wurden und entwendet wurden. Ja, das ist halt unsere Aufgabe. Gutes Schlagwort, Bootsmotorenkodierung fällt mir da gerade ein, ja. So als Stichwort, wo wir gerade bei dem Thema sind, ne? Diebstahl. Diese Möglichkeit haben wir ja auch. Wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt einen Bootsmotor habe und ich möchte jetzt das kodieren lassen, bringt mir das was? Und wie funktioniert das praktisch? Ja, muss ich also, irgendwo anrufen? Genau. Also ist ja immer die Frage, was bringt mir das? Verhindere ich damit einen Diebstahl, ja oder nein? Na, sicherlich nicht. Also die Bootsmotorenkodierung ist ein Angebot von uns an den Bürger. Erstens ist es immer sehr schwierig, die Motornummer zum Beispiel bei einem Außenbordmotor festzustellen. Dazu muss man schon ein paar Handgriffe unternehmen, sei es Abbau von Motorenabdeckungen, um die Motorennummer festzustellen. Die da meist auf dem Froststopfen eingeschlagen ist, der dort sich im Motor befindet, aber der Froststopfen fehlt. Also die Bootsmotorenkodierung ist ein Angebot der Wasserschutzpolizei, wo wir die Motornummer als solche relativ deutlich sichtbar in den Schaft einschlagen, mechanisch, die auch so durch Schleifarbeiten sicherlich oberflächlich entfernt werden kann, aber immer wieder sichtbar gemacht werden kann und die es ermöglicht, in so einer Kontrolle relativ kurzfristig dann auch für uns die Motornummer festzustellen. Und bei Auffinden von mehreren Bootsmotoren, zum Beispiel nach Diebstahlshandlungen, diesen Motor auch unverwechselbar dem Eigentümer zuordnen zu können. Hm. Und das ist der Vorteil, ja, den wir dabei sehen. Also wir bringen auch einen kleinen Aufkleber an, Vorsicht, dieser Motor ist graviert, um zumindest optisch eine Signalwirkung für einen möglichen Täter zu setzen. Wenn sie dich damit erwischen, könnte das durchaus sein, dass du dann als Täter identifiziert wirst. Aber der Vorteil einfach für den Bürger überwiegt hier. Dann, wenn tatsächlich der Motor wieder aufgefunden werden sollte, nach einer möglichen Diebstahlshandlung, ihn unverwechselbar ihm zuzuordnen und
auch die Kontrolldauer im Rahmen der Kontrollen von Sportmotorbooten zu verkürzen, indem wir zum Beispiel die Motornummer, die im Kleinfahrzeugkennzeichenausweis eingetragen ist, mit dem angebrachten Bootsmotor vergleichen. Man sieht es dann gleich augenscheinlich viel besser, als da groß aufwendig noch irgendwelche Teile abzubauen. Und das ist kostenlos. Ja. Ich muss einfach mit diesem Motor nur bei einer Polizeidienststelle der Wasserschutzpolizei erscheinen bzw. vor einem Termin vereinbaren, muss einen Eigentumsnachweis für den Motor mitbringen, meine Personaldokumente mitbringen und eine Einverständniserklärung unterzeichnen, dass ich mit der Datenspeicherung meiner Personendaten bei der Polizei für den Fall, dass dieser Motor aufgefunden wird, einverstanden bin. Kommen wir nochmal zurück zum Wasserschutzpolizisten an sich. Wie wird man denn Wasserschutzpolizist? Also was muss man für Voraussetzungen haben oder wie führt einen der Weg dahin? Also der Wasserschutzpolizist ist erstmal an sich Polizeibeamter hier im Land Brandenburg. Ne? Er durchläuft die ganz normale Ausbildung wie jeder andere braucht keine besonderen Voraussetzungen, um zur Wasserschutzpolizei zu kommen. Das ist eine spezialfachliche Verwendung und dazu erfolgt auch eine gesonderte Aus- und Fortbildung an der Wasserschutzpolizeischule hier in der Bundesrepublik Deutschland, die sich in Hamburg befindet, wo alle Wasserschutzpolizisten, ich sag mal so, bundeseinheitlich ausgebildet werden, weil man will bundeseinheitliches Handeln auch sicherstellen in der Wasserschutzpolizei. Man soll in allen Bundesländern einheitlich auch als derjenige, der von der Wasserschutzpolizei kontrolliert oder überwacht wird, behandelt werden. Ne? Deswegen eine Schule nur. Man muss nur ein gewisses Interesse haben für die Wasserschutzpolizei, für das Arbeiten in der Natur, auf dem Wasser, am Wasser. Man muss auch keinen Sportbootführerschein besitzen, weil der Sportbootführerschein ist sicherlich von Vorteil, weil ich dann schon gewisse Grundkenntnisse zum Verhalten auf dem Wasser habe. Aber es nicht muss, keine Bedingung, weil in der Ausbildung zum Wasserschutzpolizisten gehört dazu, dass ich fachpraktische Ausbildung erfahre, also dass er das Polizeiboot führen lerne und dafür auch einen Polizeibootsführerschein dann erwerbe. Und nur mit dem Polizeibootsführerschein darf ich dann auch hier bei uns im Land Brandenburg zumindest Polizeiboote führen. Wer diesen nicht besitzt, darf kein Polizeiboot führen. Man kann sich hier auch fachspezifisch weiterentwickeln, dahingehend, dass ich mich auf Containertransport, auf Gefahrguttransport auf der Wasserstraße spezialisiere. Insofern sehr, sehr interessant. Abwechslungsreich auch. Aber wie gesagt, man muss dann ein gewisses Interesse auch mitbringen und in einem kleinen Team, wir sind keine große Organisationseinheit, da auch lieben gerne arbeiten wollen und dann, wir sind daran interessiert, dass wirklich viele Bewerbungen oder Interessenbekundungen erfolgen, dass wir Personal Fehlstellen, sag ich mal so, oder nicht besetzte Stellen möglichst zügig auch wieder besetzen können. Eine gewisse Lebenserfahrung wäre schon hilfreich. Auch eine gewisse Laufbahn vielleicht schon in den PIen, also als Schutzpolizist hinter sich gebracht zu haben, weil wir gerade in der Wintersaison viel Unterstützungsdienste auch leisten in Richtung der Schutzpolizei in den PIen. Und dieses Wissen, dieses allgemein polizeiliche Wissen, vertiefende Wissen, kann man nicht bei der Wasserschutzpolizei erwerben. Und da bin ich auch nicht in der Lage, das dementsprechend zu vermitteln. Hm. Nun gibt es ja auch so Zeiten, wo man vielleicht dann nicht mit dem Dienstboot unterwegs sein kann. Was macht denn die Wasserschutzpolizei in solchen Fällen oder beziehungsweise an solchen Tagen? Was machen wir eigentlich im Winter? Eine so häufig gestellte Frage, nicht nur von normalen Bürgern oder von Freunden, Verwandten, Bekannten, sondern auch wirklich von Kollegen. Was machen wir denn im Winter? Also die Frage ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Wir sind ja keine Saisonarbeiter. Viele bezeichnen uns immer so. Nein, ich bin das ganze Jahr über ein Polizeibeamter. Ich bin Polizeibeamter des Landes Brandenburg und darf halt im Endeffekt auch außerhalb der Wasserschutzpolizei ganz normal auf der Straße arbeiten. Und deswegen führt uns das unter anderem auch auf die Straße. Und und da werden wir halt unterstützend teilweise auch tätig für die jeweiligen Polizeiinspektionen oder halt im eigenen Auftrag, beispielsweise im Rahmen der Verkehrsüberwachung, hört man dann doch schon mal gerne den Funk mit und klingt sich dann halt mit ein und unterstützt. Wir
machen eine ganz normale Verkehrsüberwachung im Zuge jetzt beispielsweise der Streifen. Wir kontrollieren Kanalseitendämme, ob da alles vernünftig befestigt ist, ob sich da jetzt keine Fahrzeuge drauf befinden und beispielsweise die Anlage beschädigen oder kontrollieren Angler oder also in einer subsidiären Zuständigkeit. Wir fahren Eisstreifen jetzt gerade auch in diesem Jahr wieder. Mhm. Wir müssen dann halt Leute auch oftmals auf die Gefahren hinweisen auf der Wasserfläche. Wir fahren Präventionsmaßnahmen. Also das heißt, wir fahren jetzt beispielsweise Liegeplätze an, Marinas an, ja, und führen dann einfach mal Aufklärungsgespräche und so weiter und so fort. Also so wie die Revierpolizei das im Endeffekt auch macht. Wir kontrollieren aber im Zuge dessen auch beispielsweise die Fahrzeuge. Mhm. Also wir gleichen ab, stimmen denn die Motornummern überhaupt mit den Fahrzeugen und so weiter und so fort. Das machen wir alles. Und wir fahren auch Boot im Winter. Weil selbst bei Minustemperaturen verirrt sich der ein oder andere immer wieder aufs Wasser. Wann war das? Das muss man überlegen. Vor ein oder zwei Jahren erst, auch auf dem Glindersee, da ist der Ruderer gekentert. Ja, und bei Minustemperaturen, also der war schon unter der Wasseroberfläche und hat es Gott sei Dank alles noch geschafft gehabt. Ne? Und da ist man dann schon froh, dass man ein Einsatzmittel auf dem Wasser hat und da halt auch unterstützend tätig werden kann. Ne? Ist da eigentlich auch schon mal jemand gerettet? Also aus dem Wasser? So, also ein Kollege von uns, ja. Erst im vergangenen Jahr war das, wo jemand im Wasser auf dem Krampnitzsee sich befand, offensichtlich bewusstlos war und der Kollege dann, also wir gerufen wurden, neben den Rettungsdiensten auch, aber selbst als Erste dort eingetroffen sind, der Kollege ins Wasser gesprungen ist und den dann an Land verbracht hat und dort den Rettungsdienst dann übergeben hat, die ihn dann reanimieren konnten. Ja. Genau. Du warst schon Tiere gerettet. Und letzten Mal auch im Zuge der Streife. Ist was am Baum geflattert? Nee, was ist denn das? Okay, fahr mal ran. Und was war es gewesen? Ein Angler wahrscheinlich seine Angel zu schlecht ausgeworfen. Dann hing der Haken mit der Schnur noch in dem Geäst. Der hat das nur abgeschnitten, weil er selber gar nicht rankam. Ja, und dann war da eine Fledermaus, die da dran hing. Die ist vorbeigeflogen, hat sich in den Haken verfangen. Haben wir dann wirklich zu zweit, das Fledermäuschen hat ganz schön gefaucht. Ja, das wollte nicht so richtig von uns geholfen werden, aber wurde dann mitgekriegt haben, dass wir gar nicht so böse sind. Hat es dann auch stillgehalten. Hat der eine Kollege schön vorsichtig festgehalten mit dem Handschuh und ich noch ein Tuch drüber gehalten, damit es mir nicht kratzen, beißen oder sonst was kann. Haben wir eine Zange genommen, da alles schön abgeknöpert und dann ist das Fledermäuschen auch weitergeflogen. Also wir retten auch Tiere. Ja, also das sind halt auch immer so ganz besondere Dinge, ja, wo man sich denkt, Mensch, allein dafür hat sich das heute schon gelohnt, zur Arbeit zu kommen. Aber wenn man jetzt den ganzen Tag sozusagen auf den Brandenburger Gewässern unterwegs ist, wie ist es dann in der Freizeit mit Wassersport? Macht man das noch oder ist man dann eigentlich froh, wenn man dann doch auch irgendwann mal festen Boden unter den Füßen hat? Ach, ich sag mal so, mir persönlich geht's so, ich kann vom Wasser gar nicht genug kriegen, am liebsten den ganzen Tag drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Leider kann ich das einfach aus anderen privaten Gründen nicht ganz so ausleben, wie ich das gerne möchte, weil ich die Zeit einfach dafür nicht habe. Aber wir haben Kollegen, wenn die Feierabend haben, dann gehen sie entweder ans Wasser ran, ne, mit der Angel, je nachdem, oder setzen sich halt auf ihr privates Boot und sind dann unterwegs. Aber ich denke mal, die meisten kriegen vom Wasser nicht genug. Also da muss man nicht beim Wasserschutz sein, um davon nicht genug zu kriegen. Ja, danke Joachim und Sebastian für den interessanten Einblick in eure Arbeit bei der Wasserschutzpolizei. Und wir danken auch fürs Zuhören. Ja, kommt unfallfrei durch die Wassersportsaison. Eure Fragen könnt ihr wie immer per E-Mail an sprechwunsch@polizei.brandenburg.de senden oder nutzt einfach unsere Social-Media-Kanäle dafür. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Sprechwunsch, der Podcast der Polizei Brandenburg. Mehr Informationen über die Polizei Brandenburg unter www.polizei.brandenburg.de oder bei Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.